Moin Leute, hier zurück bei Wolfenstein 2. Ja, jetzt geht's hier weiter, wir sind im U-Boot bei uns. William, finde den Sender und schalte ihn aus, sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Okay, dann habe ich hier was zu tun. Mal gucken, was das Ding bringt hier. Dieselkraftwerk, diese Blitz-Diesel-Kanister-Munition des Dieselkraftwerks haftet beim Auftreffen an Wänden und Gegnern. Die Kanister können ferngesteuert gesprengt werden. Akimbo mit dem Dieselkraftwerk lässt die Kanister beim Auftreffen automatisch explodieren. Drücke R2, Kanister auf, abzufeuern und zu platzieren. Drücke R2, um platzieren Kanister zu sprengen. Halte beim... Ja, gut. So. Nachtanken hier. Läuft. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen hier? Wir müssen den Spion auf unserem U-Boot finden. Sektion F irgendwie. Müssen wir hinkommen? Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. So, gehen wir hier mal lang. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte hier lang gehen müssen oder nicht. Das war jetzt eigentlich nur Zufall. Aber ich hoffe mal, es ist richtig. Lesen, okay. Tagebuch eines Soldaten. Wie gesagt, stoppen und selber lesen bitte, weil ich möchte das jetzt nicht lesen. Ist mir zu viel immer. Ist zwar interessant, auch von der Story her und so, aber... Naja. Ist einfach zu viel, dann würde ich den Rahmen sprengen. Und da ich erkältet bin, möchte ich das auch nicht lesen, sonst muss ich die ganze Zeit pusten. Immer diese Ausreden, ne, ich weiß. Ja, warte mal. Ups. Okay. In den Fuß geschmissen. Äxte sind nice. Okay, da war aber dann noch ein bisschen an der Wand rum. Macht nichts. Da sind die hier in meinem eigenen U-Boot, Sektion F. Ich lach mich tot. Pfeile kann man auch mal einsammeln. Sehr logische Programmierung, sehr schön. Wo kann ich hier nachladen irgendwo oder was? Was war gerade für ein Zeichen? Hm. Ist hinten wieder einer? Ich weiß nicht genau. Ach, so geht das. Alles klar. Hey, falsch gedrückt, aber. Erstmal hier schön in meinem Schiff eingesneakt hier. Maximum erreicht, okay. Ah, ja. Das brauche ich da nicht zum Nachladen, das ist für meinen Laser gewesen. Ja. Muss ich wegballern hier, oder? William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ballasttank, Atomsprengköpfe. Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Ein Teil der... Warte, sorry. Habe ich noch verdrückt, wollte ich gar nicht. ...von dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. Da bin ich ja auch mal gespannt.
Wieder mal meine Knifte hier nochmal wieder aufladen, das wäre nice. Okay. Da knallen wir von draußen gerade die Wasserbomben gegen das Schiff hier, ins Boot. Gut, dass abgerundete Wände sind. Oh, da haben wir Schwein gehabt. Holy moly. Da haben wir Schwein gehabt. Wie groß ist denn das U-Boot, Mensch? Ist ja mega groß hier. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Keine Munde mehr. Na, Schild. Hat fast selber gekillt, ja. Also fast. Seit 5 Monaten sind hier auf dem Schiff hier in der Sektion. Nahkampf! Alter! Ich habe mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen. Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende. Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt. Ich war gar nicht so schlecht. Ich muss mir kurz leider alles wegduden, was da ist, weil... Das sieht echt nicht gut im nächsten Kampf aus. Weggeschmissen? Wollte ich gar nicht. So, was haben wir hier noch drin? Oh, noch mehr Armor. Sehr schön. Notizen? Oder was? Nee. So, hier unten auch noch mal kurz lang. Ding auf. So. Ist das Ding nachgeladen? Ja, 6 Schuss sind drin. Gut. Da geht's auch irgendwo lang hier. So, einmal rum hier, toll. Aber Ammo noch gefunden, das ist schon mal gut. Also ich glaube, das war alles fast. Verstecken wir zumindest. Oh, ist das schnell hier, wo ich es mal anhole. So, kurz speichern. Ah. Ich habe nur immer wieder Entschuldigung, aber ich muss halt immer wieder speichern, sonst war es das irgendwann. Ah.
seid ihr los? Caroline, ich glaube, ich schaff's nicht. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Ist hier lang? Ich weiß nicht. Hinten gab's schon auch noch Loot irgendwie. Ich folge mal dem Kabel. Sich im eigenen U-Boot verstecken zu müssen. Da wird einem ja schlecht. Ich meine das ernst. Höllische Magenkrämpfe. Heute Morgen Blut gekotzt. Brauch richtiges Essen. Gott. Halt durch, mein Freund. Ich lade dich bei Kaiser in Berlin zu einem Kotelett ein, wenn uns das U-Boot hier rausholt. Danke, Julius. Ich weiß, was mich aufmuntert. Boah. Alarm! Ja, ich bin hier auch gerade ganz blöd. Ich kann nicht durchschießen, ey, ist doch geil. Ja, was mache ich denn jetzt mal? Ich möchte hier gerne mal irgendwie so ein... ich will mal meinen Rücken knacken lassen. So, guten Tag. So, möchte ich hier mal was? Irgendwo ist hier noch einer. Oh. Lesen. Die neue Wahrheit. Ja, der Kanzler ist unser Leitbild. Okay, so. Stoppen, selber lesen, wie gesagt. Sag ich immer wieder, muss ich sagen. Aber ich will es jetzt nicht lesen. Das Gute ist, dass ich hier keine Rüstung habe. Einen Weg hineinfinden. Ein Weg hinein. Ich wüsste vielleicht wie. Eventuell. So vielleicht. Ja, das ist schon sehr lustig. Also, ne? Makaber lustig. So, Tagebuch. Tagebuch eines unbekannten Kommandanten. Okay. Ganz schön viel passiert, ey. Aber zu viel zu lesen. Achso, ich muss die Anlage hier wahrscheinlich zerstören. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Natürlich. So, oh, na toll, jetzt fall ich hier noch runter. Oben war noch was zum Loot, glaube ich. Ey! Was ist los mit ihm? Ey, jetzt fall ich doch schon wieder runter, ich Idiot. Ich kann nicht schießen, ich kann nicht schießen im Wasser. Was ist das denn für ein dummer Kack? Boah. Gut, dann nochmal. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, sorry. Ich bin am runtergefallen hier und Ausreden. Ich bin einfach schlecht in dem Spiel. Moment, Ausreden gibt's da nicht. Muss mich echt mal ein bisschen konzentrieren gerade. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarde lässt dich dann raus. Gefallen. Das ist ja komisch.
Tower ist weggelasert hier. Das. Laserkanone war es, oder? Auch einigermaßen gut, sag ich mal. Nicht 100%, aber gut. Ja, man stirbt echt oft. Beziehungsweise ich sterbe oft. Ich habe immer das Gefühl, dass ich auch ohne Anvisieren besser die Leute erwischen kann. Ist auch nicht. Kann auch natürlich auch täuschen. So, müsste ich eigentlich wieder in meiner Sektion sein, wo ich eigentlich safe bin. Auseinandergenommen gerade. Ich sollte jetzt abhauen. Aber erst lade ich noch mein Schussding auf hier. Na, gedrückt halten, alles klar. Anklopfen, Level verlassen. Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt. Dämonrote Rede. Einfach so. Ein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Hey. Ja. Herein, Captain. Sie war nicht beim Begräbnis, weil... Ich konnte es nicht, okay? Das ist zu viel. Caroline hat mir mehr bedeutet als jeder sonst auf diesem verfluchten Boot. Und jetzt wird erwartet, dass ich das Zepter übernehme. Kapiert? Schauen Sie mich doch an, ich kann nicht mal Kopfhörer finden. Im Führungskurs in Harvard bin ich durchgefallen, verstehen Sie? Ich habe Sie hier irgendwo hingelegt. Wo zum Teufel sind Sie? Ah! Und dann auch noch dieses verdammte Klingeln. Scheiße! Sie können nicht aufgeben, Wyatt. Das tun wir nicht. Ich bin nicht dumm, Captain. Ich habe Ihre Augen gesehen, als Frau Engel Sie in Ihrer Gewalt hatte. Denn das Feuer ist weg. Und Sie fahren jetzt auf Autopilot, bis nichts mehr geht. Habe ich recht, Captain? Oh, Gott sei Dank. Ich habe hier ein paar Sachen von Jay aus dem Berlin-Versteck. Alte Aufnahmen und so, nur als Andenken. Der hat einen echt heißen Draht gespielt, was? Ja. Ja, er mochte es laut. Wir sehen uns dann, Wyatt. Bis später, Cap.
Hey, Captain. Gehen Sie zu Seth. Er wollte Sie nochmal untersuchen und sehen, wie es Ihnen geht. Ich glaube, er ist in der Werkstatt. Seth, er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Ja, dann gehen wir gleich mal zu, wie war das, Seth oder was? In die Werkstatt. Das sehen wir dann aber im nächsten Bild. Das war die Sektion F. Erfolgreich befreit von den, ja, übergebliebenen Marineoffizieren, ne? Oder was? Danke fürs Zusehen und Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.